Hi, ho, willkommen zu RimWorld hier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und euch geht's gut. Hier ist jetzt wieder Stimmung angesagt. Ich weiß nicht, was da kommt. Was kommt denn da? Ah, das sind die königlichen Tributantreiber. Die helfen mir natürlich auch immens weiter, die. Also, wenn mir wer weiterhilft, dann die. Ich habe da übrigens kurzen Moment. Ja, ich teste mich hier so ein bisschen durch die Pop-Schütze. Hatte den dickeren drauf, finde ich aber irgendwie komisch. Mag den kleineren vielleicht ein bisschen mehr. Wir machen mal hier wieder schnell. Was, es gab eine Party und es gibt zweimal kaputte... Was, ja, ich weiß, dein Schlag... Ich habe halt keinen Stoff, sie ernten halt nichts. Sie pflanzen noch nichts an, sie nerven halt rum. Was willst du da machen? Aber wichtig ist, dass der Lagerraum voll ist. Das ist entscheidend. Abbauen tut keiner was. Ach, die sind auch mit Fäden beschäftigt. Okay, Entschuldigung. Wir sollten da vielleicht beim Partyraum, dass die immer bei irgendwem... Das ist auch ein bisschen uncool. Ich wollte mal ein paar Lampen anbringen in meiner neuen Krankenstation und vielleicht auch noch ein paar Betten platzieren. Wir werden mal hier so ein Bett kopieren. Intensivbetten gibt es übrigens noch keine. Nicht, weil ich es nicht will. Ich kann es mir einfach nie leisten. Nur, dass wir da thematisch drüber gesprochen haben. Jetzt haben wir da auch ein bisschen davon. Dann machen wir hier mal noch eine Lampe hin und da, dann ist da auch ein bisschen Licht drin. Und dann müssen wir vielleicht hier für die Lampe auch noch eine Stromleitung ziehen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich nicht so hundertprozentig weiß. Aber wir machen das einfach. Ist ja auch, ob das jetzt, kann doch sein, dass das da unten, ran verbunden hätte. So. Der Cutter macht erstmal da hinten schön hier den Bums weg. Da müssen wir dann auch gucken, das kann man ja nicht einfach nur so abreißen. Da müssen wir dann halt auch gucken, dass wir den in der Mitte ein wenig was vom Raum stehen lassen, höchstwahrscheinlich. Dann könnte man überlegen, den Fußboden werden wir auf jeden Fall abreißen. Das ist schon mal auf jeden Fall klar. Den lassen wir da keinesfalls drin. Das sieht ja auch ein kleines bisschen bescheuert aus. So, weg mit dem Lumpe. Oh, halt, wir sind noch nicht fertig. Da muss er an der Tür, muss er auch noch weg. Die sind natürlich jetzt total überfordert mit der Situation. Das ist ja auch allen klar, ne? Die sollen eigentlich das hier bauen, haben aber keinen Stoff mehr. Deshalb haben sie damit aufgehört. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, was Missy da macht. Die hat was gemacht, aber es ist auch schon wieder fertig mitmachen. Ich kann keine Kleidung herstellen. Doch, könnte. Ich könnte Kleidung herstellen. Warte, was fehlt denn? McTod und Katte, ne? Katte hat auch... Ach, der hat die Schutzjacke. Nee. Schutzjacken gibt es jetzt auch erstmal keine. Wir bräuchten eine Quest mit einem Hightech-Bauteil. Hatte ich noch irgendwas, was ich hier bewache? Also diese zwei Idioten hier, 22 Tage und so, ne? Die ja jetzt zusammen sind. Aber ich habe kein Geld für ein königliches Bett. Wir müssten mal einen Händler durchlaufen, der mir ein bisschen Gold da lässt. Man merkt, ne, die Sache wird langsam, aber sicher dramatisch. Na klar, ich würde das Holz hier auf jeden Fall auch im Kühlraum in der Tür liegen lassen. Also wenn nichts, dann das. Damit der Kühlraum auf jeden Fall schön warm wird. Nee, da habt ihr schon recht. Das macht total Sinn. Aber das Klo wollte ich eigentlich auch ausbauen. Dafür habe ich ja extra diesen Wasserturm hier hingestellt. Na, ich sehe nicht, dass das alles was wird. Da will ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe die Befürchtung. So ganz richtig wird das wohl nichts werden. Ist nicht so wahrscheinlich. Oh, sie sind fertig. Oh, wir haben auch die Betten haben sie auch gebaut und die Lampen, das ist alles super. Dann machen wir jetzt hier medizinisches Gelumpe raus. Dann können wir schon mal ein, zwei mehr behandeln. Das sind jetzt 6 Betten, könnte man auf die Gegenseite noch was stellen. So, der eigentliche Plan war, genau, man kann die normale Medizin jetzt hier drinnen lagern. Und die Kräutermedizin, ja, da ist halt jetzt die Frage, ne, wenn man das jetzt natürlich hier wegträgt. Man könnte natürlich das mit dem Stoff, aber das ist auch Quatsch. Da musst du alles, was Stoff braucht, hier oben hin tun. Das macht auch nicht so viel Sinn. Ich weiß auch nicht, warum sie den Stoff nicht mal ernten. Ein Kolonist ist untätig. Ah ja. Ja, wir arbeiten gerade nichts. Ne, kannst du irgendwas, was uns helfen würde? Wow. Nein. Es ist so richtig nicht episch. Wir könnten was bauen. Was könnten wir denn bauen? Bauen wir was? Haben wir was zu bauen? Wollte ich was bauen? Ja, ich wollte eigentlich hier die Wand abreißen, ne?
Das wollte ich eigentlich machen. Gut, dann werden wir mal die Struktur da entfernen. Okay, so. Und lassen das mal so. Alles klar. Das Thema mit dem Abreißen hat sich dann schon wieder geändert. Es gibt einen verrückten Esel. Das bedeutet, wir brauchen erstmal die Mannschaft hier vorne. Es ist nicht nur ein verrückter Esel, es scheinen ein paar mehr zu sein. Wo haben wir denn unsere Nahkämpfer? Ach, die Tante, die hat gar keine Waffe dabei. Das ist auch richtig schön. Gut, wir haben Esel getötet. Töte Esel sofort. War dann jetzt noch einer, der noch lebt? Ja, töte Esel sofort. Gut. Du kannst direkt mal in die neu gestaltete Krankenstation und kannst dich ausruhen, bis du geheilt bist. Die war ja sowieso langweilig. Und alle anderen können Esel wegtragen. Ja, ja, Täter, du kannst auch. Gut, der Esel wird schon geschlachtet. Da ist ein Transportkapselabsturz. Ein Förster namens Death stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte er den Aufschlag überleben, wird er vermutlich schwer verletzt sein. Death gehört zur Fraktion Bund der Dineron. Wenn er sicher nach Hause wird, wird er dafür sorgen, dass dein Ruf. Dann springen wir mal dahin. Wer ist denn hier einer, der rennen kann? Rette Death. Ja, mach das mal, komm her. Kann ja nichts schaden, den wieder aufzupäppeln. Wir warten mal, wann McTodd angehumpelt kommt. Was passiert denn da? Ach, der Lux hatte... Ja, wir müssen noch was hier mitmachen. Das ist auch eine Vollkatastrophe. Aber McTodd ist ja unser... Ah, ist der schon behandelt hier? Ich glaube schon, ne? Täter dürfte das erledigt haben. So, der nächste Bauauftrag wäre dann... Siehst du, deshalb habe ich das gemacht, weil jetzt ist der Weg einfach super kurz. Wir müssen da nur noch ein bisschen Lampe einbauen, damit es schöner ist. Und wir müssten dann vielleicht auch in die Nähe da mal ein Waschbecken bauen. Aber dafür müsste auch erstmal der ganze Zinnober hier rüber. Zeig doch mal her, wir sind doch bei Hygiene, ne? Wir haben doch da diese Rohrleitung. Was kann die? Die braucht einen Stahl, na komm her. Dann legen wir das mal hier in die Wand und ziehen das hier hoch. Und dann ziehen wir das hier rüber. Und dann tüdeln wir das hier hin. Und dann tüdel ich das mal da rein. Und hier rüber. Und hier hin. Okay, ich tüdel es nicht dahin, weil, naja, es ist jetzt wieder Feierabend. Ich ziehe das auf jeden Fall mal bis hier hin und dann in die Wand. Dann haben sie wieder ein bisschen was zu tun. Wir wollen ja nicht, dass denen langweilig wird. Das wäre ja total fatal. Und dann hoffen wir halt drauf, dass irgendwann irgendwer kommt, der irgendwas Produktives macht. Täter ist nicht mehr inspiriert. Der kann die umwerben. Mhm. Der kann das. Okay, das ist alles total schön. Täter macht schon mal die Rohrleitung. Die können wir dann im Menü auch gleich ausblenden, wenn sie überbaut wird. Dann sieht man sie nicht. Oh, Täter hat irgendwas... Täter hat, glaube ich, Stoff gefunden, oder? Sehe ich das falsch? Ich glaube, er hat einen Brocken Stoff gefunden. Ich bin mir verunsicher. Oh ja, Katte erntet Stoff. Wahnsinn. Es geht richtig zur Sache. Wir können in 250 Jahren haben wir Teppich im Schlafzimmer. Na, wenn das nicht der Knaller ist. Ah, deshalb wird auch nichts... Ich weiß nicht, warum der nichts abreißt. Warum reißt du das nicht ab? Ach so, weil mein Bau... meine... Was? Heiratsantrag abgelehnt? Oh. Ah, da ist die Stimmung im Arsch. Das kannst du natürlich. Die sind natürlich jetzt... Da sind alle Lebensfreuden dahin. So, alternativ machen wir nochmal strukturell ein Update auf Granit. War Granit, ne? Wir machen das hier hin. Das ist Granit, oder? Es wird wieder dunkel, aber sie hat es geschafft. Sie wird das Update durchführen. Warum da keiner die Wand abreißt, weiß ich allerdings jetzt nicht. Das ist mir nicht so klar. Täter hat auch nicht alle Rohrleitungen gebaut. Da fehlen noch so ein paar entscheidende. Naja, immerhin. Dann können wir schon mal bei der Hygiene hier so ein... Wo ist denn das?
Hier so ein Waschbecken hintüdeln. Wir drehen das mal rum. Warte, ich würde die Betten... Ich mache das mal so. Ich würde die Betten nämlich, aber da kann man ja dann so. Das wird toll. Ich schwöre. Wir müssen auch noch hier hinten in die Zelle rein. Fällt mir gerade ein. Da haben wir Rohrleitungen da lang gelegt. Dann legen wir die nächsten Rohrleitungen einfach mal hier so rein. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann wäre es auch Zeit... Oh, die baut das jetzt. Das ist gut. Es wäre dann auch Zeit, dass wir einen Fußboden bauen. Den würde ich aber aus Kalkstein machen. Allerdings macht gerade keiner Kalkstein. Wir könnten natürlich hier hinten mal... Wo sind wir denn hier? Wir könnten natürlich hier mal die... Das hier stoppen und das hier starten. Ne? Dann werden halt auch aus den anderen Sachen hier wie Schiefer und so die na, wie heißt es? Blöcke gebaut, genau. Das wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob so ein Waschbecken Bauteile kostete. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Nee, ich glaube, es gibt nur, kostet nur Stahl. Täter macht nämlich schon los. Ja, ich weiß, es ist gerade nichts angeschlossen. So, der nächste Punkt wäre dann, wir könnten hier das können wir abreißen. Das machen wir dann auch mal. Und dann gucken wir mal weiter, was jetzt passiert. Ah, jetzt bauen sie da Teppich rein, aber ich glaube nicht, dass der Stoff, den ich da habe, so ewig lange reichen wird. Ich gehe eher davon aus, dass der schon wieder alle ist. Da werden halt noch ein paar tausend Stoffbahnen draufgehen. Ah, der Förster ist vollständig geheilt. Der wird natürlich unsere Kolonie wieder verlassen. Der wird wieder nach Hause umziehen. Dafür werden wir natürlich eine Belobigung vom Konsortium kriegen. Das ist ja klar, ne? Irgendwie ist fürs Klo abbauen auch keiner zuständig. Ich fühle mich immer so ein bisschen... Wie will ich das ausdrücken? Ich fühle mich immer so ein bisschen missachtet. Was so meine Auftragslage angeht. Ah, da hinten haben sie was reingebaut. Das bedeutet, wir könnten auch das abreißen und das. Was das Ganze ja schon mal deutlich leichter macht. Ich weiß gar nicht, ich habe hier vorne den Brunnen hingestellt, ne? Jawohl. Und dann, genau, das wird jetzt so in den Turm und dann... Irgendwer ist hier verbündet. Die Beziehung der Fraktion Bunte, die Neron, ist sehr eng geworden. Sie betrachten dich jetzt als Verbündeten. Verbündete kommen dir manchmal zur Hilfe, wenn du angegriffen wirst. Du kannst sie auch jederzeit um Hilfe bitten, aber das kostet dich Ruf. Ihr seid Verbündete geworden, weil dein Ruf 76 plus über 75 gestiegen ist. Fällt dein Ruf unter 0, werden die Beziehungen wieder neutral. Das letzte Ereignis war Mitglied behandeln. Ja, gut, das ist halt der Vorteil, wenn du den nicht direkt abschießt. Wir brauchen ein Klo. Ja, das drehen wir hier rein. Das ist jetzt erstmal das Erste, was wir machen. Mehr geht ja nicht, weil, naja, der Rest noch nicht abgerissen wurde. Die haben sie immer noch nicht angefangen beim Abreißen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt noch mal irgendwie in Erwägung ziehen. Ich finde auch, dass das zu weit oben ist. Wir müssen da vielleicht nochmal, ich muss da vielleicht nochmal so ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ist es ein bisschen einheitlich. Ich verstehe allerdings auch nicht, warum da keiner was abreißt. Ist denn, was macht die denn? Baut Teppich. Alles klar. Ja, ja, das ist schön, dass du Teppich baust. Mir wäre natürlich viel lieber, wenn wir irgendwann halt auch mal Gold hätten. Wir hatten sich jetzt getrennt. Ach, du Heiland. Das ist aber alles innerhalb einer Folge gefühlt. Na gut, okay. Zusammengekommen sind sie in der letzten. Theoretisch alles so in einem Abstand von einer halben Stunde passiert. Ach, guck an. Jetzt reißen sie das ab. Das ist ja irre. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Raum auch kühl genug ist oder ob da noch so ein Turbinenstrahler rein muss. Ich habe nämlich irgendwie ein bisschen die Befürchtung, er wird nicht kalt genug sein. Man könnte natürlich jetzt, ich habe auch da eine reingebaut, die 20 Grad macht, ne? Machen wir minus 9. Und dann gehen wir mal weiter gucken. Okay, wir kommen auf minus 5. Das heißt, ich baue mal noch eine. Ich baue mal noch eine.
Kaputte Kleidung, keine Forschung. Irgendwas ist los. Warum ist denn da kein Wasser? Das muss ich überprüfen. Warum ist da kein Wasser? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Da fehlt doch nichts, oder? Haben sie noch irgendwas vergessen? Nö. Ist da alles da? Hä? Was habe ich denn da falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht genug Wasser? Ist das vielleicht der Grund? Nee, Wasser ist auch da. Okay, jetzt bin ich maßlos verwirrt. Warum kein Wasser? Sanitärer von menschlichem Urin und Fäkalien. Ach, es gibt kein Abwasser. Das ist es wahrscheinlich. Alles klar. Ich brauche einen Platz, wo das hin kann, ne? Ja, warte. Ich bin da mal ganz eisern. Wir machen das mal so, pass auf. Da habe ich für gar nicht mehr dran gedacht. So gar nicht. Da ich das Gefühl habe, dass das sowieso egal ist, was ich da mache, transportieren wir das mal hier hin. Und da muss ich mal gerade gucken. Da gibt es nämlich diesen Auslass und der Auslass kommt dann einfach hier dran. Ich mache das jetzt einfach mal. Das Problem an der Geschichte wird sein, sie werden es nicht schnell genug machen. Dann werden sie halt mal ein bisschen irgendwo anders hinpinkeln müssen. Das ist eben so. Naja, ich weiß, es ist nicht genug da. Ich habe das schon verstanden. Irgendwer ist vom Risiko... Ach, das ist wahrscheinlich... Ja, klar. Das hat natürlich jetzt mehrere Gründe. Das Schlafgemach ist Käse. Und die Trennung ist natürlich auch nicht ganz so schön. Dann ist noch der Heiratsantrag abgelehnt worden. Ich meine, da werden jetzt die Bedürfnisse, die will mir jetzt hier im Keller sein. Ne? Dreimal gestörter Schlaf, guter Schlafsaal ist mies, unwürdiges Schlafgemach ist nochmal richtig mies. Und der Heiratsantrag abgelehnt und dass er ihn verlassen hat. Das ist ja stimmungstechnisch, ist der oder sie, ich weiß jetzt gar nicht, ist es ein er oder sie? Ne, sie? Ist sie völlig hinüber. Verständlich. Ich bräuchte übrigens nur 41 Gold. Eine Besuchergruppe. Die haben auch ein paar Waren dabei. Hoffentlich haben die Gold dabei, Alter. Das wären Bringer. Das wäre der Bänger des Jahres, wenn die Gold dabei hätten. Wo ist denn die Handelskönigin? Da ist auch ein Notsignal. Ja, mit den Notsignalen, das ist jetzt so eine Sache. Da muss ich ja hin. Kein Gold, ne? Nein, sieht eher schlecht aus. Wir könnten aber die Sachen verkaufen, die bei mir nicht mehr ganz so gefragt sind. Wie diese schlechte Mütze zum Beispiel. Das kannst du ja wegtun. Okay, das mit der schlechten Mütze ist schon überdimensioniert. Das Problem ist, die verkaufen halt nichts Gutes. Das ist halt, die verkaufen im Grunde gar nichts. Ach, das ist auch schon zu viel. Jetzt hör wir auf, ey. Gut. Ich akzeptiere das. Notsignal, da kann ich jetzt zum Ort springen. Ja, da könnte ich was machen, das ist richtig. Da habe ich aber keine Lust zu. Ich muss jetzt gucken, haben die das jetzt geschafft hier? Nee. Wo hängt's denn? Ah ja. Am Ausbau. Also erstmal hängt es am Material, was ja auch klar ist. Es muss erstmal reichlich Stahl reingeschafft werden. Dann müssen unterwegs wahrscheinlich noch Bäume gefällt werden. Ja, da mindestens einer, zwei, wahrscheinlich drei oder so. Mal gucken. Tater hat was rangeholt. Jetzt bauen sie das. Es könnte noch einen Tag dauern, wer weiß. Tater entfernt als irgendwelchen Kram. Das können wir dann auch mal abreißen. Das werde ich auch gleich mal anstreben. Da können wir auch den Boden wegbauen. Der kann auch weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich hoffe, die machen das jetzt nicht alles so zeitgleich. Ah, da steht ein Baum im Weg. Habe ich kommen sehen. Das, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass das abgerissen wird unter Umständen von irgendwelchen angreifenden Gruppierungen. So, der nächste interessante Punkt.
wäre dann natürlich weitere Forschung. Aber das hilft mir nicht, weil ich ja diese Hightech-Sache nicht habe, weil, naja, ich habe eben noch keine Bauteile. Baumfällen dauert bei ihr oder ihm, sie, übrigens sehr lange. Aber Täter ist mit den restlichen Bauteilen angekommen, vielleicht, es repariert keiner, macht keiner weiter. Es rennt dann einfach. Laufrausch, keine Forschung, ja, das ist mir alles klar, kaputte Kleidung zweimal, die kann ich nicht reparieren. Wie ist denn jetzt hier der Temperaturstand, ist jetzt bei -9, das finde ich ganz per passabel. Jetzt wären natürlich da noch ein paar Elektroleitungen nett drin. Aber wir lassen sie jetzt erstmal das bauen. Die würde ich dann von hier oben holen. Warte mal. Ah, okay. Ja, die laufen. Ah, okay. Ja, ah. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Die würde ich dann. Warte mal. Thematisch ist das auch falsch, was ich da mache. Das müsste eigentlich hier weg. Naja, ich mache nochmal ein paar versteckte Stromleitungen hier hin. Und vielleicht machen wir auch nochmal hier so welche hin. Ich weiß nicht so richtig, wie weit die Wege sind. Haben wir das jetzt mit dem Klo geregelt gekriegt? Nein, es wird immer noch gebaut. Es liegt in der Sonne. Habe ich da den Zeitplan? Oh, ich habe den Zeitplan eigentlich bei keinem einzigen zusätzlich eingefügt. Ah, das ist unfähiger Koch. Wer kocht denn hier?